Nein, ist gut. Oh, ja. Oh, oh, oh. Ja, ich auch. Eiskalt, ey. Meine Fresse. Ja, es ist unglaublich heiß und dieses Gewitter gestern, Alter. Ich hatte echt Angst, Mann. Ja, das war gruselig, ne? Das war richtig gruselig. Ich lag in der Fötusstellung in meinem Bett und habe geweint vor mich hin, weil mich keine Sau beschützt hat. Und der Teddy, den du mir geschenkt hast, der hat mich auch noch so böse angeguckt. Hast du nicht hier den Gewitter-Fuck-You-Song gesungen, ey? Nee, den kenne ich leider nicht. Ah. Hast du die Kiste schon gelootet? Nee, bin dabei. Gelootet. Oh, guck mal hier, gebraten ist. Oh, super. Dann können wir ja direkt loslegen, ey. Pass auf, ich muss mal alles, machen wir mal so. Ja, Kekse bringen jetzt nicht so wahnsinnig viel. Warte, ich muss mir das einmal ganz kurz so hinlegen, wie ich das gewohnt bin. Ja, das reicht doch eigentlich schon, oder? Das reicht auf jeden Fall. Also ich würde jetzt auch sagen, dass wir nicht lange hier Höhlentouren machen und so am Anfang, sondern vielleicht erstmal einen Unterschlupf bauen. Denn ja, bevor du nämlich die Monster wieder einschaltest, dann haben wir wenigstens einen ganz kleinen Rückzug. Ja, dann lass uns hier einfach so eine Bummelbude bauen. eine Bummelbude. Wie gesagt, ich will ja im Dschungelbiom bleiben. Ja, ich will auf jeden Fall mal ein bisschen rumgehen, mal ein bisschen was gucken hier. Ja, das kannst du ja machen. Ja. Aber es musst du dir halt nur auf der Minimap vielleicht so einen kleinen Point setzen, dass wir uns wenigstens wiederfinden. Ja, okay. Oder, meinst du nicht? Ja, den setze ich auf jeden Fall auch schon mal beim Flugzeug. Das ist, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Ja, warte, ich muss mal gucken. Ich bin damit noch nicht so konform. So, pass auf. Ich suche mir mal einen gescheiteren Punkt. Und zwar machen wir mal hier. Ich will jetzt hier nicht auch wieder 3 Stunden hochklettern müssen. Ja, das ist auch wieder so monoton. Und wieder nach oben. Nachdem wir erst nach unten gekommen sind, gehen wir wieder nach oben. Genau. Haben wir jetzt alles gesehen, oder? Wir haben alles gesehen. Vorbei. Ach, also, das war Let's Play Staffel 3. Trailer folgt in Kürze für, ja, Season 3, Season 4, beziehungsweise, ne? Genau. Was ist das hier? Ist das Wolle oder was? Ja. Schrecklicher Flugzeugabsturz. So, ich stelle mich genau hier hin. So, wie geht das jetzt? At Point, wie macht man das jetzt hier? Reiß Minimap. Minimap Options, Waypoints. Hier unten, genau, Waypoints. At Waypoints. Dann. Und den nennen wir jetzt Flugzeugcrash. Simulator. In the Hood, Alter. In the Hood haben wir jetzt geschrieben. So. Boah, was ist das denn? What? Wieso sieht das jetzt so merkwürdig aus hier gerade? Weiß ich nicht. Warum? Was? Wieso? Achso, ich stehe genau auf meinem. Ich denke gerade, was ist das denn, diesen Waypoint? Ich stand genau auf dem Waypoint und das sah ganz merkwürdig aus. Okay. Hat der Waypoint dich verwirrt? Ja, der hat mich verwirrt. Was hast du denn gestern gemacht? Du hast ja erzählt, dass du irgendwie das Gewitter beobachtet hast. Bist du so ein Fan auch von so Tornado-Jägern und so? Total. Ich bin selber Tornado-Jäger hauptberuflich. Das wissen ja, ja, ne? Viele so, nicht. Mit hast YouTube. Du auch so einen Trailer mit Dog wie dieser Kopfgeldjäger? Nee, das nicht. Solltest du vielleicht mal machen. Ich mach das ja so im Stillen geheim, weißt du, weil ich so. Ja, also mit YouTube, mit dem YouTube-Money, das ich ja verdiene, mit den Milliarden, da habe ich mir ja letztens so eine Maschine gebaut, mit der ich halt Tornados einfangen kann. Und ja. Läuft die mit dem Flugkompensator, oder? Nee, die läuft mit demselben Antrieb, mit dem auch mein Flugzeug hier lief, das abgestürzt ist. Oh, das kann ja nur was werden dann. Ja, dementsprechend habe ich es dann erstmal gelassen. Nee, aber ich bin tatsächlich so ein kleiner Fetischist, was Gewitter angeht. Und saß dann draußen und habe mir das Ganze zu Gemüte geführt. Und fand es doch sehr erschreckend. Und es gab eine Situation, die habe ich dir schon erzählt, die habe ich dir, glaube ich, schon vorhin erzählt. Muss ich jetzt nochmal erzählen. Erzähl mal. Da ging ich mit 2 Kompagnons Richtung Innenstadt und plötzlich vor uns gefühlte 100 Meter blitzte es einmal, ein richtiger Blitzstrahl, ein riesiger Strahl kam von oben, weißt du, den hat vermutlich der Wettergott Thor selbstständig, weißt du, so unten reingehämmert irgendwie und reingehämmert. Der war wirklich, ohne Scheiß, 5 Sekunden war einfach nur alles hell und dieser Blitz stand fast, in Zeitlupe in der Luft. Fast bei Standbild. Das fandst du krass, ne? Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, es war einer der Momente, in denen ich noch nie, also ich hatte, glaube ich, noch nie so viel Angst wie in diesem Moment, aber es war auch gleichzeitig einfach nur wunderschön. Oh Mann, ey. Ja, und nebenbei habe ich gerade so eine richtig, richtig magische, fast schon epische Musik, die das Ganze nochmal, die den ganzen Wort noch ein bisschen ausdrückt. Achso, ich dachte, du hast jetzt Cher nebenbei laufen, das wäre auch ganz gut gewesen. Cher? Ja, hätte auch gepasst. Wieso Cher? Ja, wieso nicht? Alter, ich habe noch nie etwas so schrecklich Mann. Und ich, so schönes Freizeit gesehen. Ich muss noch was trinken. Do you believe in love and love? Ey, lass mal morgen mit Facecam machen. Ich sitze nämlich hier nackt vorm Rechner gerade. Ja, ich auch, Alter. Ich habe mir nur so einen kleinen Waschlappen vorne draufgelegt. Leicht angefeuchtet. Einen kleinen Waschlappen. Ja, verhältnismäßig klein, ne? Ich habe hier den Borat-Anzug an. Ich habe mir so ein Badetuch vorne draufgelegt. Der zwickt ein bisschen. Der zwickt ein bisschen. So, wo bist du denn jetzt schon wieder? Ich wollte dich irgendwas fragen. Ich weiß, das kommt selten vor, aber irgendwas wollte ich dich fragen. Okay, ich baue jetzt einfach schon mal ab hier, ey. Hilft ja nichts. Ja, ich bin direkt am Abbauen hier die ganze Zeit. Ja, aber wo bist du denn? Ja, ich weiß nicht. Sieht man irgendwo
auf der Karte... Ah, lass doch mal ein bisschen was gehen, komm. Lass mal ein bisschen was, da haben die Zuschauer auch mal ein bisschen was... Ja, ich habe eben was gesehen. Und zwar Wüste. Und da wollte ich auch nochmal gucken. Okay. Aber ich muss einmal ganz kurz hier den Baum wenigstens abholzen, damit ich gleich was habe zum Herstellen. Aber du hast völlig recht, daran erinnere ich mich, jetzt wo du es sagst. Wir waren nämlich, ich habe ja durch Telepathie von dir den Weg zu einem Wüstentempel gefunden, bekommen. Also ich bin völlig bratze. Ich habe schon erwähnt, dass ich komplette Nacht durchgemacht habe. Hast du mal wieder? Habe ich mal wieder, ja. Ich konnte einfach heute Nacht nicht schlafen. Es ist sowieso ein Wunder, dass wir es beide mal geschafft haben. Und wie spät ist es jetzt? Keine Ahnung, 1:30? Ja, vormittags, ne? Vormittags, muss man dazu sagen. Dass wir es mal schaffen, tagsüber aufzunehmen. Ja, normalerweise immer tief in der Nacht. Komisch. Ja, normalerweise klingen die Nachbarn und meckern mich an, dass es ja alles viel zu laut ist. Aber angesichts der enormen Hitze, die wir hier gerade ausgesetzt sind, würde ich mir fast wünschen, es wäre doch Nacht. Wobei es nachts nicht besser ist. Wobei nachts war es auch nicht besser, ne? Nee. So, pass auf, jetzt müssen wir eben ganz kurz gucken. Und zwar, wo war denn das jetzt hier nochmal? Ich habe das Gefühl, ich verliere mich hier jede 5 Sekunden wieder neu. Ich sag's dir. Hast du jetzt da so ein Waypoint gesetzt zum Wüstentempel? Nee, ich habe das hier eben, die Wüste habe ich hier schon gesehen. Ich dachte, wir gehen da jetzt einfach mal durch, weil finden werden wir da bestimmt einen. So, pass auf, gehen wir hier rüber. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ja, ich bin schon auf dem Weg jetzt hier. Achso, ja gut, dann treffen wir uns da. Okay, also ich sehe auf jeden Fall eine Menge Bambus. Oh, ich freue mich ja doch ein bisschen auf 1.6, muss ich ja gestehen, ne? Ach, Pferde. Ja, aber auch die anderen Geschichten so, mit den Blöcken und, Erzähl mal ganz genau, was es denn da nun alles zu entdecken gibt. Boah, das war gerade der Todessprung. Warum? Nein! Boah. Nein. Warum? Weil ich das gerne wissen möchte. Ja, es gibt... Also ich habe gesehen, Pferde gibt's jetzt oder soll's ja dann geben. Genau. Irgendwie bin ich hier gleich völlig... Dann kann man jetzt Kohleblock machen, so zur besseren Aufbewahrung. Dann gibt es jetzt Lehm, es gibt Teppiche, es gibt neue, ja, genau. Diese Wüste erinnert mich, sehe dich sogar da hinten. Das klingelt an der Tür. Wenn du einen ganz kleinen Moment bitte warten Sehr gerne. Ich bin sofort wieder da. Denn jetzt beginnt Max wieder mit seinem anderen Teilzeitjob, und zwar dem professionellen Drehen von Pornos. Das hatten wir ja schon im anderen Let's Play, wo es auch an der Tür klingelte und ein ominöser Pizzabote angeblich vor der Tür stand. Und ich habe es leider verpasst. Ich hatte nämlich kurz davor erwähnt, dass als Max dann im Endeffekt diese Pizza entgegennahm, habe ich euch von diesen Erotikfilmen erzählt, von denen ich persönlich nur gehört habe, die ja oft im Zuge einer Pizzabestellung stattfinden, bei dem die Frau, meistens die Frau, nicht zahlen kann, dann gezwungen ist, anders zu zahlen. Und dann gab es eine kleine Unterbrechung. Als Max nämlich wiederkam, gab es nämlich dann einen Mega-Gag, auf den ich nicht eingegangen bin, dass Max nämlich das allererste, was er erzählte, war, dass er nämlich kein Geld hatte. Und dementsprechend in Bredouille geraten ist, als der Pizzabote vor ihm stand. Es war sogar eine Pizzabotin. Das war ja gerade so das Verrückte. Völlig verrückt. Ja. So, und jetzt haben wir den Tempel hier gefunden. Ich habe nur gehört, völlig verrückt, jetzt bin ich wieder da. Tja, hast du den... Das ist mir das Liebste, wenn mir irgendwelche Leute mitten in die Aufnahme reinplatzen. Wer war denn das? Der DHL-Man. Was hat er gebracht? Ja, nichts für mich, für die Nachbarn natürlich. Oh, nee. Weißt du, für so einen Scheiß muss ich aufstehen. Hast du ihm eine Faust gegeben? Ey, ich habe ihm sofort meinen Waschlappen ums Gesicht gehauen. So, hast du denn wenigstens was Interessantes geredet, dass ich das dann laufen lassen kann? Ja, natürlich, klar. Ging noch schnell, oder? Ich habe mich beeilt, ey. Ja, ach, das ist verging. In meiner Villa hier, weißt du, habe ich mich richtig beeilt. So, hast du nicht, ich sehe den Tempel. Du hast auch so ein kleines Auto, oder nicht? I see the Temple. Ja, ich habe so einen kleinen, ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Ich auch nicht. So einen kleinen Ferrari habe ich. Das Schlimmste finde ich immer, wie nennt man nochmal diese kleinen Rollis, die Omis immer... Hacken Porsche. Oh, das finde ich so furchtbar, das Wort. Hack den Porsche. Ich baue jetzt hier gerade schon mal einen halben Tempel ab. Ja, nun warte doch mal. Ja, ich warte ja auf dich, eben drum. Du bist auch so ein Weltraum-Zigeuner, ne? Bitte, wenn schon ein Weltraum-Sinti, ja? Ich möchte hier politisch korrekt bleiben. Politisch korrekt, ey, hör mir auf da. Also, du bist ja so, also jetzt nochmal ganz kurz, um zurückzukommen auf diese Xbox-Geschichte, ne? Mhm. Consolero bist du ja nicht so, ne? Ich habe eine Xbox, aber... Aber du benutzt sie nicht wirklich, nee, ne? Überhaupt nicht, gar nicht. Ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen Sandstein mitnehmen. Irgendwas wollte ich dir jetzt fragen. Wenn du dir eine Konsole jetzt kaufen würdest, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen den beiden, jetzt PS4, Xbox One und so was, was würdest du dir jetzt aussuchen? Ah, schwierig. Also ich glaube, es wäre... also wenn das jetzt... Ja, ich weiß es nicht, ey. Ich stecke da nicht so drin in der Materie. Also ich vielleicht dann doch eher... Ja, aber du hast ja wohl ein bisschen was mitbekommen. Also ich liebe den Xbox-Controller, habe ich schon immer mehr geliebt als den PlayStation-Controller. Und dementsprechend weiß ich halt nicht, haben die an der Ergonomie des Controllers was geändert? Minimal, ey, minimal. Minimal.
Vorsicht, Vorsicht, bitte nicht schlagen, bitte nicht, Moment, Entschuldigung. Mann, alles gut, jetzt hör auf hier. Ja, dann vielleicht tatsächlich Xbox. Alter, der lootet er hier die ganzen verwichsten. Ja, hier guck mal, du hast 5 Eisen genommen, das weiß ich ganz genau. Jetzt geht nämlich das ganze Streiten hier wieder aus. Ich kann da gar nicht reingucken, mal die Fische, du die alles wegschnappst. Ich weiß gar nicht, was da drin war. Ich habe genau einen Eisenbarren und 10 verrottetes Fleisch. Ja, ich hab 21 verrottetes Fleisch und 5 Eisenbarren. Ja, dann gib mal ab. Geh dir ab, Alter. Oder ich spreng hier alles in die Luft, Alter. Ich schwör's dir. Ich raste aus, Max! Ich hab's da reingeschmissen. Okay. Können wir das nicht kaputt machen? Oh ja. TNT! Ich würde auch ganz gerne... Ich hab ein TNT. Du bist wirklich... Ja, nun warte doch mal. Du Schwein. Ich mach das nie wieder. Ich geh gleich völlig... Alter, ich raste aus hier bei dir. Jetzt hau ab, Mann! Hau ab! Oh Gott, hör auf, Alter. Ich bin gleich tot, Mann. So, warte. Hier hast du die Hälfte von der TNT. Hier hast du nochmal eine Truhe, Alter. Brauch ich nicht. Mann, ich rauch dich nicht, Max. Hau ab, ich brauch dich nicht. Hier, du kriegst auch noch 2 Goldbarren, so. Ja. Mehr habe ich nicht. Da rastet er wieder völlig aus, ey. Weißt du, so ein egomanisches Schwein. Bist du Einzelkind? Das hast du mich schon mal gefragt. Das sagst du mich in jedem Let's Play. In jeder Folge einmal. Ist ein Running Gag geworden. Ja, stimmt. Das Bulli, aber auch, sag mal. Aber auch immer genau in der Tonart. Ja, ich kenn das. Bist du Einzelkind? Einzelkind? Ja. Singlekind? Oh, außerdem bin ich... Was? Nix, alles gut. Ich bin kein Egomane, nur weil ich, wenn überhaupt, dann kannst du mich Kommunist nennen. Weil ich alles, Schwein? Formlos teilen möchte. Ja, das finde ich schön. Du bist so ein richtiger Bruder, ne? Kann das sein? Ja, so ein Genosse, ne? So ein Genosse. Genosse, genau. Bergmann. Genosse Bergmann. Das ist ja auch eine Genossenschaft hier, ne? Ich habe auch allgemein ja vor, ich hatte ja lange Zeit überlegt, ob ich so einen totalitären Bergmann-Staat eröffne, aber... wieso nicht? Ich würde sogar der erste Einwohner werden. Echt? Ja, wenn ich dann irgendwie die Aufgaben des Verteidigungsministers übertragen bekomme. Ey, meine Spitzhacke ist schon kaputt. Das geht. Was hast du denn für eine? Auch Eisen? Ja, die Eisen, ja. Aber vermutlich wegen dem ganzen Sandstein abbauen hier. Ja gut. Das ist natürlich egal. Sandstein brauche ich eh nicht mehr. Was hältst du eigentlich davon, irgendwann oder generell so die Idee hier, Multiplayer-Server? Also ja, ist ja sowieso geplant. Da müssen wir uns allerdings wirklich eine gute Idee für ausdenken, weil als ich das in Staffel 1 irgendwann gemacht habe, hat mir das irgendwie nicht so gut gefallen, weil ich selber will das ja immer unglaublich schön haben. Und dann wollte ich nämlich unbedingt, eine Stadt haben, weißt du, die schon... Ja, ich war ja drauf. Ja, ja, genau. Genau, diese Stadtstadt sollte halt schon ein bisschen nach was ausschauen, damit die Leute animiert sind, das schön zu bauen. Und irgendwie auch, ich wollte, pass auf, der Punkt ist, ich will eigentlich immer eine schöne... erstmal durch. Ja, ich wollte immer, Weg. Ich wollte immer eine schöne große Stadt bauen, in der jeder so einen kleinen Laden hat und bin einfach kein Fan davon, wenn jeder halt irgendwie da baut, wo er gerade lustig ist, weißt du, so, weil dann... Hast du irgendwie 1000 Leute auf einem Server, aber man sieht sich nie, weißt du? Wenn man tauschen will, muss man immer 1000 Kilometer Weg irgendwie zurücklegen. Und deswegen wollte ich halt alles erstmal, zumindest am Anfang, in so einer großen Stadt irgendwie unterbringen. Und das hat nicht so geklappt. Und das größte Problem war eigentlich, dass ich zum Bau dieser Stadt irgendwann in den Creative Mode gewechselt bin. Und habe dann eigentlich im Endeffekt wirklich nächtelang nur noch im Creative Mode versucht, diese Stadt zu bauen. Oder was heißt versucht, ist getan. Und als ich dann diesen Marktplatz und diese Geschichte da. Ja, ja, genau. Und als ich dann wieder zurück zum Game-Mode kam, zum Let's Play kam, kennst du ja selber, warst ja auch schon mal in der Situation. Dann kannst du plötzlich überhaupt nicht mehr im Survival spielen, weißt du? Kannst plötzlich nicht mehr fliegen, das vermisst du. Du musst plötzlich wieder Blöcke irgendwie sammeln und das fand ich ganz schrecklich. Deswegen werde ich diesmal einen Teufel tun, nochmal irgendwie in Creative-Mode wechseln. Aber, um auf den Punkt zu kommen, das muss man eben manchmal, wenn man... den Server eröffnet, weil ich immer finde, es müsste zumindest so einen kleinen schicken Spawn geben. Stell dir vor, jetzt kommen die Leute einfach alle drauf hier. Ist halt immer nur die Frage, ich meine, du bist ja so ein bisschen im Thema drin, was hier gerade so Schutz und sowas angeht vom Server. Wie wir das dann am besten machen, dass da halt nichts gegrieft wird und hast nicht. Ja, das ist ja jetzt hier auch schon der Fall, weil ich dir ja kein bisschen über den Weg traue. Ja, da hast du aber auch, es ist ja auch irgendwo eine bestätigte Angst, ne? Ja, da hast du recht. Nachdem du mir ja gerade meine Eisenbahnen weggelootet hast. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin ja schon wieder irgendwie weitergegangen, ne? Ich bin beim Flugzeugabsturz wieder. Achso, ich bin jetzt hier im Dschungel. Okay, ja, gut. Du wolltest dir ja einen anderen Ort suchen. Ich wollte ja erstmal ansässig werden im Dschungelbiom. Ja, komm doch mal wieder zum Flugzeugabsturz. Ja, da muss ich jetzt erstmal gucken. Weißt du noch, da, wo du vorhattest zu bauen, da bauen wir jetzt. Ja, okay? Ich muss erstmal gucken, wo ist denn hier der blöde Punkt? Hast du ihn nicht mehr auf deiner Karte? Doch, jetzt sehe ich ihn. Der war nur sehr, sehr grün. Sehr schön. Sehr, sehr leicht grün hinterlegt. Und im Dschungel ist das natürlich ein bisschen schwierig, den zu erkennen. Denn? Leicht grünlich. Ja, du wie weißt das verrottete Fleisch, das du mir übrig gelassen hast im Sandtempel. Ach komm, gibst du. Du feierst doch so eine halb abgeknabberten Hände. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es.
ohne Öfi, so. Was? Am schlimmsten finde ich, ey, kennst du das, wenn du so Ohrwürmer hast von so Werbeliedern, so richtig schrecklich? Ja, natürlich, klar. Kennst du hier diese gelbe Seiten-App, gelbe Seiten-Werbung? Ja, sag mal.